Meine lieben Freunde, wenn wir von einem Horoskop sprechen, dann wissen wir, dass es sich um eine Weissagung für ein gewisses Sternzeichen handelt. Dieses kann ein Tageshoroskop oder auch ein Jahreshoroskop für jedes einzelne Sternzeichen sein. Wir kennen einige Horoskope, wie zum Beispiel das astrologische oder das chinesische Horoskop. Doch ist auch das keltische Baumhoroskop bekannt? Ich stelle euch heute dieses Baumhoroskop vor. Das keltische Baumhoroskop entstand auf der Grundlage des keltischen Baumkalenders. Schon vor 2000 Jahren hatten keltische Druiden einen Baumkalender entwickelt, dem ein Monatskalender, ein Mondkalender mit 13 Monaten zugrunde lag. So entsprach jeder Monat einer Mondphase, und zwar nach heutiger Zeitrechnung etwa 28 Tage lang. Somit teilten die Kelten im Einklang mit den Jahreszeiten das Jahr in zwei Halbjahre, und zwar von März bis September und von September bis März. Also die Zeit der langen und der kurzen Tage. Diesen verschiedenen Phasen im Jahr ordnete der keltische Baumkalender 21 Bäume zu. Und so entstand das keltische Baumhoroskop. Eiche, Birke, Buche und der Olivenbaum stehen für den Wechsel der Jahreszeiten und kommen im keltischen Baumhoroskop nur einmal im Jahr für einen Tag vor. Alle anderen Bäume kommen zweimal vor. Die 21 Bäume bilden im Horoskop einen Kreis. So kommt innerhalb dieses Kreises mit Ausnahme der vier Bäume an den Tagen des Jahreswechsels und der Pappel jeder Baum einmal im Halbjahr vor. Die Bäume mit ihren besonderen Eigenschaften übertragen sich nach der keltischen Mystik auf die Menschen, die im Zeichen des jeweiligen Baumes geboren werden. In diesem Zusammenhang spricht man von einem Glauben, dass der Ursprung der Menschen in den Bäumen liegt. In der modernen Gesellschaft ist der Wahrheitsgehalt von Horoskopen und der Ursprung des keltischen Baumhoroskopes noch sehr umstritten. Obwohl die beschriebenen Eigenschaften sehr, sehr häufig zutreffen. Trotz allem haben Horoskope, egal um welches Horoskop es sich handelt, schon immer auf die Menschen eine faszinierende Wirkung. Auch dieses Baumhoroskop ist sehr interessant und es lohnt sich, sich damit zu befassen. Seid gespannt und entdeckt euren Lebensbaum und was das keltische Baumhoroskop euch verrät. Im nächsten Video werdet ihr erfahren, welcher Baum zu euch zugeordnet ist, anhand eures Geburtsdatums. Freut euch darauf und ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Herzlichst, eure Deria.